Mauritius, eine Insel im Indischen Ozean. Sie liegt rund 900 Kilometer östlich von Madagaskar und nur 230 Kilometer sind es zur Nachbarinsel La Réunion. Egal ob dem Winter entfliehen oder im Herbst nochmal Sonne tanken, Mauritius ist eine super Destination für Backpacker. Wir zeigen euch unsere Highlights und wie wir unsere Reise gestaltet haben. Übrigens, ich bin im 6. Monat schwanger und darum ist Mauritius das ideale Reiseziel für unsere erste Reise zu dritt. Mit gutem hygienischen Standard und einem angenehmen Klima. Unterwegs waren wir im Oktober. Die Insel Mauritius hat auf ihren 2000 Quadratkilometern ein 1600 Kilometer langes Straßennetz. Eine Umrundung an einem Tag ist absolut möglich. Allerdings war das für uns unmöglich. Zu viele neue schöne Dinge galt es zu entdecken und bei so vielen schönen Bade- und Schnorchelstellen mussten wir einfach stehen bleiben. Damit möchte ich gleich zum ersten Highlight kommen. Schnorcheln. Egal wo man sich auf Mauritius befindet, geniale Schnorchelstellen findet man überall. Beim Hotel Lux Le Morne war unser Lieblingsspot. Eine unglaubliche Artenvielfalt mit interessierten Fischen und niemand sonst am Schnorcheln. Leider gibt es auch hier in Mauritius die Korallenbleiche, obwohl sehr oft neue kleine intakte Korallen gefunden werden. Und die anderen Schnorchelstellen? Einfach untertauchen und genießen. Jetzt kann man schon, ob die Delfine mit uns schwimmen möchten. Ich freue mich schon so unglaublich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Jeden Morgen schwimmen die Delfine rund um die Insel. So Standard, darum gibt es eigentlich eine Delfingarantie. Und das machen wir jetzt. Hat das erste Boot die Delfine gefunden, so werden die anderen darüber informiert. Ein unvergessliches Erlebnis, einmal so nah an einem freischwimmenden Delfin sein zu können. Es war ja schon kalt, wo wir reingegangen sind, aber irgendwie blieb man dann halt doch so lange liegen, bis man blaue Lippen kriegt und fiebert. Allerdings ist der touristische Druck mittlerweile so stark, dass von Seiten der Regierung eventuell die Notbremse gezogen wird und der Druck auf die Tiere wieder abnimmt. Das heißt, genau informieren, ob das nach wie vor möglich ist. Mit so vielen Leuten können wir es nämlich nicht wirklich empfehlen. Nach einem kurzen Snack auf dem Boot sind wir dann schon beim nächsten Highlight angekommen. Zu was die Natur nicht alles imstande ist, wenn man sie einfach machen lässt und es anschließend nicht zerstört. Apropos Fisch. Fisch kaufen, Fisch grillen. Wir haben als Nächtigungsstätten auf Mauritius gänzlich auf Airbnb gesetzt
und wurden nie enttäuscht. Eine geniale und kostengünstige Variante, diese Insel zu besuchen, mit der Möglichkeit, auch selbst zu kochen. Schauen wir, ob wir einen guten Fisch für heute Abend zu grillen kriegen. Ja. Sollen wir? Können wir gerne? Ja. Dann haben wir den, oder? Ja, klar. Und den gibt es auf der Insel fast überall. Nur ein wenig herumfragen, wo ein Fischhändler ist oder eine Fischlandingstation. Und schon bekommt man einen riesigen Fisch für ca. 10 Euro, den man dann abends köstlich auf der Terrasse braten kann. Natürlich bratfertig zubereitet. Am nächsten Tag, frisch gestärkt, haben wir uns dazu entschlossen, Kanus auszuborgen und die angrenzende Insel zu erkunden. War wohl nix. Kurz nach der Abfahrt fing es an zu regnen und Karin versuchte auf der erreichten Insel vergeblich einen Unterstand zu bauen. Aber ich bin mir sicher, dass bei strahlendem Sonnenschein Kanufahren in dieser Gegend ein Highlight sein muss. Apropos schlechtes Wetter. Uns ist aufgefallen, dass es im südlichen Bereich der Insel häufiger regnet als im nördlichen Teil. Was uns aber nicht davon abgehalten hat, den Weltkulturerbeberg auf der Halbinsel Le Mans zu besteigen. Und weil der nicht ganz ohne ist, mussten wir uns vor dem Zustieg in ein Buch eintragen. Greta Ingerie hat er gesehen. Wir müssen gut aufpassen. Gefährlich. Aber bis jetzt geht's noch gut. Wir haben für die ca. 3 Kilometer und 350 Höhenmeter rund eine Stunde gebraucht und die Aussicht am Gipfel ist gigantisch. Von wegen Aussicht, man sollte halt oben in einem guten Wetter gehen und nicht gerade bei Regen, weil der Aufstieg und der Abstieg haben es in sich und Aussicht hat man bei Regen halt auch keine gute. Und so sind wir pitschepatsche nass bis auf die Unterhosen bei 25 Grad Celsius den steilen Weg wieder zurück zum Auto und haben uns ein Schlechtwetterprogramm zurechtgelegt. Rumverköstigung. Apropos Rum. Auf rund 90% der landwirtschaftlich genutzten Flächen auf Mauritius wird das ganze Jahr über Zuckerrohr angebaut. Die touristisch am besten verkaufte Marke ist Chamarel. Eine top aufgezogene touristische Attraktion hier auf Mauritius. Aber eigentlich eine riesen Abzocke. Nach einer kurzen Führung in der neuen Rumdistillerie bekommt man nur die billigen Rumsorten und Liköre zu probieren. Es war uns nicht möglich, die Schätze der Distillerie im Rahmen der Führung probieren zu können. Nachdem wir gesagt hatten, dass wir dazu bereit wären, etwas dafür zu zahlen, konnten wir in einer kleineren Gruppe die hohen Klassen durchprobieren. Doch leider hat uns das Ergebnis überhaupt nicht überzeugt. Das war ja voll für die Fisch, oder? Somit eine klare Absage für diese Touri-Attraktion. Aber ich habe nicht locker gelassen und habe schlussendlich doch noch eine kleine alte Destillerie gefunden, die ich noch kurz erwähnen möchte. Die Destillerie St. Aubin ist ein absolutes Highlight. Klein, fein und jegliche Rumsorten sogar gratis zu probieren. Das nenne ich mal eine Ansage. Wäre das Meer in Mauritius nicht so schön, dann wäre das wohl nicht wirklich ein Highlight. Eine Bootstour mit Fischen. Schon mal auf einen Fisch fangen. Guten Abend. Feins Abendessen. Ohne einzigen Fang. Wir haben es trotzdem gemacht und das Programm rundherum war einfach genial. Die dem Blue Bay Marine Park vorgelagerte Insel mit dem alten Leuchtturm, das Schnorcheln in dieser sagenhaften Gegend, die Beobachtung der einheimischen Fischer und der Blick zum Festland sind wunderbar.
Apropos Schnorcheln. Wir waren kurz nachdem wir in der Rumdestillerie Saint-Aubin waren, noch schnorcheln. Und zwar war das am Public Beach St. Felix. Jetzt lehnt euch zurück und genießt die wunderbare Gegend und Unterwasserwelt von Mauritius. Weiteres Highlight am Mauritius haben wir abschließend noch, oder doch zwei, die Nähe zu La Réunion. Nur 230 Kilometer voneinander entfernt, aber so sagenhaft anders. Genial an Mauritius war die Landschaft im Meer. Das ist in La Réunion sicherlich auch spitze. Aber Vorsicht, Shark Attack. Aber deswegen sind wir nicht auf der Insel. Die Insel von Jurassic Park hat es in sich. Baden in kristallklaren Flüssen, Bergsteigen bis zu 3000 Höhenmeter, senkrechte Wälder und Baumfahne sind nur wenige Highlights dieser Insel. Also auf und ab in den Süden. Oder unser Video von La Réunion anschauen und in Vorfreude schwelgen. Am letzten Tag, nach dem Schnorcheln, haben wir noch einheimische Frauen bemerkt, die vollgepackt am Strand angekommen sind. Als sie dann zu musizieren angefangen haben, hat uns dies wie ein Magnet angezogen. Mich haben sie sofort dazu animiert, dass ich auch mittanzen soll. Und als sie mitbekamen, dass ich schwanger bin, war ich in ihrer Mitte und genoss ihre Zelebration. Was für einen schöneren Abschluss kann es denn geben? Die ca. 2500 Quadratkilometer große Insel liegt als Teil von Frankreich und somit der Europäischen Union zugehörend inmitten des Indischen Ozeans. Entstanden ist sie vor etwa 3 Millionen Jahren. Bis 1794 hieß die Insel Île Bourbon. Und da möchten wir gerne anknüpfen, an die Bourbon-Vanille. Die Vanille ist 1820 aus Mexiko dahergekommen. Aber man hat sie zwar abgebaut, aber die Vanilleschoten haben sich nicht entwickelt, weil es da keine mexikanische Biene gibt. Erst ungefähr 20 Jahre später hat ein 12-jähriger Sklave herausgefunden, dass man die Vanilleblüte auch von Hand bestäuben kann. Und das hat einen richtigen Vanilleboom auf Réunion ausgelöst. Die Vanille blüht nur ganz kurz. Einen Tag, das heißt, am 1 sollte sie von Hand befruchtet sein, weil am nächsten Tag um 1 ist sie tot und dann bringt das Ganze nichts. Danach
wird der untere Teil vom Stiel zur Vanilleschote und es dauert 9 Monate, bis die Schote reif ist. Fürs Wandern in Reunion können wir euch das Buch empfehlen. Einfach die Tour aussuchen, QR-Code scannen und los geht's, weil dann ist die Tour gleich im Maps mir und ich habe die Route auf dem Handy. Perfekt. Jetzt aber ab in die Fluten. Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat La Reunion rund um die Insel ein riesiges Meeresschutzgebiet. Mit Weltrekordgegenden, mit Niederschlägen von bis zu 1870 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden kommen über die Bäche und Flüsse Unmengen von nährstoffreichem Wasser in das Meer. Das lockt die Fische und somit auch die größeren Fische, die Haie, an. Durch das Meeresschutzgebiet werden diese nicht mehr gejagt, so dass sich die Population mittlerweile so weit erholt hat, dass es für den Mensch gefährlich sein kann, dort zu schwimmen. Aus diesem Grund darf an vielen Stellen im Meer nur noch in Bereichen gebadet werden, die eingezäunt sind oder durch ein vorgelagertes Riff natürlich von Haien geschützt ist. Jetzt aber zu unserem ersten Ausflug. Eine Kaskaden-Aneinanderreihung, wie sie im Bilderbuch zu sehen ist. Der Wasserfall Trou Noir liegt im Süden der Insel, im Bereich der Ortschaft Chapelle de Langvay. Einfach die Straße entlang des Flusses hineinfahren und ganz am Schluss am Parkplatz parken. Badehose anziehen und ab geht's ins kühle Nass. Ein absolutes Muss, wenn es draußen am Meer zu heiß ist und man eine Abkühlung in einer atemberaubenden Gegend haben will. Ach und genau, Fotoapparat mit ND-Filter, für unvergessliche Bilder nicht vergessen. Aber den für uns schönsten Pool in dieser Gegend findet man bis jetzt noch nicht in einem Führer. Der Geheimtipp der Einheimischen, das Secret Basin. Wir haben in einer Airbnb-Heimat ein Foto gesehen und der Vermieter hat uns den Weg so circa beschrieben. Leider ohne Erfolg, die Straße auf und ab und kein Basin in Sicht. Allerdings waren wir schon sehr richtig und der liebe Mann hat schlussendlich ganz genau gewusst, was wir gesucht haben und uns dann den Weg gezeigt. Sucht einfach im Bereich der letzten Brücke flussaufwärts. Und nicht nur der Auslauf des Pools war perfekt und makellos. Nein, alleine in der kompletten Abgeschiedenheit an so einem Fluss baden zu können. Wow, was gibt's Schöneres? Tja, vielleicht noch so einiges auf La Reunion. Oder zumindest gleich schön. Schon mal was von der RN5 in La Reunion gehört? Eine Straße in tollem Zustand, ca. 30 Kilometer lang, 1000 Höhenmeter hinauf und über 400 Kurven und Spitzkehren. Wow, wow, wow. Seht ihr schon wieder ein Highlight? Ob es dem Baby im Bauch auch so gefallen hat wie mir? Wir gehen jetzt zu einer Kathedrale im Fels. Da müssen wir zuerst runterlatschen und dann beim Retourweg wieder rauf. Schauen wir uns das mal an. Der Weg dorthin ist bis in den Talboden sehr gut beschildert. Eine lustige Mischung aus sehr feuchter und sehr trockener Vegetation gibt es da teilweise. Dort angekommen, muss man einfach den Fluss zweimal kehren und steht schon am Tor der Kapelle. Außerdem sieht man den Eingang ja schon sehr prächtig von oben. Helikopter, tja, das ist das Nervige an La Reunion. Ständig fliegen sie irgendwelche Touristen herum, denen es zu schwer ist, die Gegend zu Fuß zu erkunden. Oder aber es werden Materialien in die Sirks geliefert. Dieser Flug war aber notwendig. Wir erkunden jetzt mal das Innere der Kapelle.
hinter mir ist der Piton Neige, der höchste Berg von La Réunion. Mit 3070 Meter über dem Meer eine sehr anspruchsvolle Tagestour. Allerdings ist diese auch an 2 Tagen machbar, wenn man einen Hüttenplatz bekommt. Da uns das mit den Hütten verwehrt blieb, haben wir uns etwas anderes für den nächsten Tag ausgesucht. Es soll etwas ganz Besonderes sein für meine Karin. Ich habe nämlich eine Überraschung für sie geplant. Gedacht hatte ich mir nämlich, dass sie bei schönstem Sonnenschein hinauflaufen auf den 2522 Meter hohen Kraterrand. Dort angekommen, würde ich mich mit Karin gemütlich hinsetzen, wir würden etwas essen, ich würde ein Bier für mich und ein Kinderbier für meine schwangere Karin auspacken und dann würde ich von alten Zeiten anfangen, dass wir es so schön haben und echt schon sehr viele Dinge miteinander erlebt haben. Aber es war alles ein wenig anders. Wir gehen zum Dolomieu-Krater. Da steht, dass es da öfters Lava rauskommt. 2006 zum Beispiel, 2007 ist es gekracht. Was man da sieht, ist ein ausgeflossener Lavatunnel. Muss man sich vorstellen, die Lava, die fließt da runter. Er starrt im obersten Bereich und unter fließt sie weiter. Und dann hat man da so Tunnel, wo man zum Teil oder in der Gau kann, weil sie dermaßen groß sind. Kurz nachdem wir in die äußere Caldera einstiegen, um uns die 500 Höhenmeter neues Vulkangestein zu Gemüte zu führen, fing es an zu regnen. Dazu kam weiter oben noch der Nebel und ein eisiger Wind. Trotzdem führte ich meine vorher erwähnten Pläne in Kurzfassung aus und fragte sie anschließend, ob sie gern mal meinen Nachnamen haben möchte. Wir waren wahrscheinlich das glücklichste Paar von allen wetterfesten Touristen auf diesem Vulkan. So stiegen wir ab und schauten uns am Meer einen etwas gemütlicheren Part von La Réunion an. Der Plage Verde, der grüne Strand. Doch leider hat es diesmal auch am Strand immer wieder geregnet. Aber macht eigentlich nichts, ist ja trotzdem warm und die Gegend ist dafür super fruchtbar und grün. Und es sind tatsächlich grüne Kristalle. Jetzt schau dir mal diese, da, die grünen Kristalle. Da und da und da und da und da. Und jetzt schau da ein, was du gerade stehst. Das ist alles kleine grüne Kristalle. Voll geil. Und was ist da? Grüne Strand da. Check sie aus. Normalerweise ist das Olivin von Gestein umhüllt. In der Lava schmilzt es jedoch. Und durch den immensen Druck, mit der die Lava in die Luft geschossen wird, zerfällt das geschmolzene Mineral, kühlt ab und fällt in kleinen grünen Kristallen zu Boden. Und wenn man an die Macht von Edelsteinen glaubt, dann verhilft Olivin dem Menschen zu innerer Ruhe und Gelassenheit und soll zudem sehr gut für die Atemwege sein.
Jetzt aber weiter die Straße nach Nordosten. Hier quert sie den letzten Lavastrom des Vulkans Piton de la Fournaise. Der letzte große Ausbruch war 2007. Damals rann die Lava bis ins Meer. Der nächste Tag startete früh. Und mit 18 Kilometer und knapp 800 Höhenmeter im Plan. Der dritthöchste Berg auf La Réunion, der Grand Bernard. Wir machen jetzt unser Buffenwerk, damit ich am Mittag da gerne hocke und Mittag essen kann. Vorbei an Blumen mit hunderten wilden Bienen wurde die Wanderung teilweise zum Nasenschmaus. Es duftete nach Honig, Blumen und Frische. Ein bombiger Tag, eine bombige Ruhe, ein Wahnsinnsduft und so ein Ausblick. Gegen 10 Uhr Vormittag fing es dann an und wir waren froh, dass wir schon einiges der Strecke hinter uns hatten. Die Thermik und somit die Wolkenbildung verzauberte die Gegend mit Großvatersbärten und noch mehr zu einer surrealen Landschaft auf 2898 Meter über dem Meer. Sehr geil. Sehr geil. Wir machen uns aber zumindest auf den Weg hinunter in Richtung Cirque de Mafat. Eine Gegend im Talkessel der Vulkane und Welt-UNESCO-Kulturerbe. Übersetzt der gefährliche Talkessel genannt, liegt Mafat noch immer isoliert. Wir sind gerade mitten im Cirque de Mafat. Der Cirque de Mafat ist nur zu Fuß oder per Helikopter erreichbar. Trotzdem gibt es kleine Dörfle da. Und im Moment laufen wir gerade auf dem Sentier Augustav. Da sollte man keine Höhenangst haben, wenn man dann geht. Rund 1000 Höhenmeter sind notwendig, um schlussendlich bei den zahlreichen Dörfern anzukommen. Da wir aber keine Nächtigung im Voraus gebucht hatten, entschlossen wir uns auch hier zu einer Tagestour. Die Einheimischen werden hier ausschließlich per Luftweg mit Nahrungsmitteln versorgt. Allerdings hat die Landwirtschaft einen sehr hohen Stellenwert und so werden die notwendigen Lebensmittel zu einem hohen Anteil selbst im Cirque de Mafat produziert. Und der Post gibt es auch. Also Wasser muss man nicht für die ganzen Touren mitnehmen, weil da gibt es überall in jeder Ortschaft eine Brunne, wo Trinkwasser rauskommt. In dem Fall werden wir unseren Helikopter auch mal ausprobieren und schauen uns die Gegend von oben an. Der Trou de Fer ist eine etwa 250 Meter tiefe, kesselartige Schlucht auf der Insel. Jurassic Park. Aha, habe ich mir auch gerade gedacht. Die Riesenfarne. 5, 6, 7, 8 Meter hoch. Geil. Das ist jetzt die Goyaver. Das ist eine Frucht, die auf Réunion wächst. Die gibt es im Eis, als Saft, als Marmelade. Schauen wir mal, wie sie schmeckt. Gut. Richtig gut.
Leider ist das Innere der Schlucht nicht zugänglich. Über wunderbar angelegte Wanderwege ist eine Aussichtsplattform am südlichen Rand des Kessels erreichbar. Der Blick in die Tiefe ist jedoch häufig durch Nebel und Wolken getrübt. Wie ihr sehen könnt, hatten wir Glück. Näher kommt ihr nur noch mit dem Helikopter hin.